Okay, ich habe nur das Gefühl, wir sind irgendwo einmal anders gelaufen. Ohne es so richtig zu merken. Das war der Abram Alistair. Exit, ja. Weil von wo kamen wir denn? Hier geht's schon wieder durch. Von hier kamen wir, ne? Ja, genau. Okay. Und Carmo, ich glaube, so kannst du dir die Zeit hier im Stream auch erklären, warum das Spiel vielleicht ein bisschen länger dauert als die 4 bis 5 Stunden. Wahrscheinlich dauert es 4 bis 5 Stunden, wenn du alles kennst und nicht mehr alles anguckst. Und endlich mal eine Tür, die nicht verschlossen ist. Ich gehe. Welcher Film? Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Hey! Verstecken, schnell! Oh Gott. Für Mario, nice. Hat er gerade noch Blumen vorbeigebracht, ja? Kurz vor uns. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Mittlerweile wollen die alle aus dem Weg gehen. Gesagt, bevor sie ertränkt haben. Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Gruseliges Haus. Alleinstehend. Ich sehe mich drin um. Mhm. Alleinstehend an der Straße. Das passiert, wenn ihr Essen in der Toilette runterspült. Daniel Wald. Wie geht's? 1.03 Uhr. Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? So nah? Bisschen näher? Noch näher. Felsenfest. Mhm. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Trophäe auf Englisch Rock Hard oder so heißt? Was war das gerade? Und sie das auf Deutsch einfach mit Felsenfest. Weil sie nicht so anstößig sein wollten. Little Hope. Historischer Pfad von Little Hope. Der Hexenpfad. Ach, guck mal. Welche überraschende Wendung hier. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wie schnell das auch gerade ging, ne? Ich hoffe, das Ding kommt uns nicht nach. Bleib nah bei mir. Wie nah meinst du denn? So. Wie schnell switchst du denn? Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel.
Mhm. Unterwegs in den Hexentracks. Warum müssen solche Spiele eigentlich immer nachts spielen? Hey, hier drüben. Nur mal so. Sieh dir das an. Wäre das nicht auch tagsüber einfach scheiße gruselig, wenn dir so ein... Das Ding könnte immer noch hier Sumpfvieh sein. Im Wasser. ...entgegenkommt? Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Oh, shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Dann Taylor, du hast einen echt dicken Hinter. Was? Ob die Brücke den aushält, also... Okay, guter Punkt. So, ein Hinweis. Und er ist hier. Auf diesem Schild. Siehst du das? Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Ich denke einfach, weil in der Nacht die Leute eher schlafen und somit das eigentlich eine behütete Zeit ist, die der Mensch als angenehm empfindet. Da ist es dann umso gruseliger und spricht umso mehr das Uncanny Valley an, wenn gerade nachts so viel Spuk passiert. Also so denke ich, dass die ersten Horrorgeschichten entstanden. War das nicht in der Entstehung eh so, dass man den... Verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Still! Bitte. Mary? Dass man den Kindern sowas Mary! Erzählt hat, damit die nicht nachts draußen rumrennen? Mary! Ich bin hier drüben. Mary. Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Vertraue mir! Du kannst niemandem vertrauen. Bitte, Tabitha! Lass sie mir! Tabitha! Wirklich alles mit T in der Taylor-Linie. Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Sie... scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Ja, komm. Hast recht. Wir folgen ihr. Sie ist die Schlüsselfigur. Das sind zwei Mädchen.
Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Das Pendant vielleicht? Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Ich achte viel zu wenig auf Musik tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was du jetzt, auf was du anspielst tatsächlich. Also muss ich zugeben. Hey, warte auf uns! Push! Das fällt mir aber immer wieder auf. Widerlich! Leute? Seid ihr das? Ketten leben! Nein, shit! Dumm, 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 dumm. Ich war dumm. Oh shit, oh shit. Ich wollte mit der falschen Taste zielen. Jetzt lass mich doch nicht alleine laufen. Was soll das denn? Das Vieh kommt doch gleich runter. Nee, doch nicht. Es hört nicht auf. Oh, bitte Gott. Ich glaube, man hätte was finden können. Oh shit. Wie langsam die auch läuft. Angela, sprinten. Ich weiß, sie hat die Brille nicht auf, aber... Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Oder das kleine Mädchen. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Er hat bitte gesagt. Ein Stuhl. Camo, das muss ja auch nicht schlechtes sein. Wenn man von der Perspektive rangehen kann. Es ist ein... Museum oder sowas. Ist sie da drin? Oh, schau. Ruhig. Doch keine Puppen. Hier stimmt doch was nicht. Och, Mann. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Ich hätte dem Vieh in die Fresse treten sollen. Falls sie noch leben. Oh, doch keine Puppen, Alter. Ich weiß, was kommt. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich hasse es. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Die Hexenprozesse von Neuengland. Nur 7,99 im Museum von Little Hope. Pfändungsbescheid. Oh. Der wahre Horror in diesem Spiel. Ein Pfändungsbescheid.
Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im ordnen wir hiermit an, dass ihr zwei Karukatei, okay, Land am westlichen Fluss und dem grünen Hügel. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh und werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag dies deckt alle England entstandenen Kosten für als da sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und beendet alle zwischen den Familien. Ist gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben, muss jedoch im Rathaus vor dem Stadtrat erscheinen bis in 7 Tagen. Gezeichnet Edward Rosewell. Und willkommen zurück, Prater. Wenn du Angst vor sich selbst bewegenden Puppen hast, sei froh, dass ein Scarab bestimmt der Glitch noch... Ja, ja. Flächenacker zum Ausmessen von Grundstücken. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, den, ich glaube, in einem der Streams hatte Anna das mal erwähnt. Dass sie den auf jeden Fall schon hatte. Er ist mir auch bekannt. Ich hatte den zum Glück nicht. Wait a second. Ja, wir sehen die Steinfolter. Die N64-Zelle. Und da hinten im Hintergrund hängt jemand ab. Ja, so sieht mein Keller auch aus, ehrlich gesagt. Halt. Zoom doch genau auf seinen Schritt. So, hi. Unheimlich. Die machen mir echt Angst. Oh. Das war sogar die erste Hexe. Es fühlte sich so echt an, als wären wir da. Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt. Die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy den Zeugen meilenweit entfernt, von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemand sprechen, und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Und jetzt nämlich die Sache. Die reden ja in den Rückblenden. Oder wenn wir eben in die Vergangenheit gezogen werden. Hatte ja jetzt Amy mit John, also Kurt, und Andrew geredet. Und für die anderen Anwesenden aus der Zeit wirkte es ja so, als wenn sie mit dem Wind redet. Wie es ja hier, ne? Nee, warte mal, wie hat die jetzt geschrieben? Nee, würde mit jemandem sprechen, okay. Kann es sein, dass wir in zwei oder dass wir in einem Paralleluni, also in zwei, ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt, dass wir zeitgleich in zwei Zeitebenen agieren, also tun wir ja eh, aber wir gar nicht die Vergangenheit sehen, sondern einfach parallel. Versteht man, was ich sagen will? Hier ist der Zeitstrahl mit unserer Zeit. Genau da bin ich auch. Also der
Nee, so rum. Der PlayStation 3 Karton da ist unsere Zeit. Ja, von Anfang bis Ende. Ich versuche es gerade nur für Leute zu erklären, die... Das ist jetzt Erklärung für Bratan. Und da fängt die andere Zeit an. Da, wo der Switch-Karton anfängt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ändern wir gleichzeitig... Also machen wir was in der Vergangenheit, was sich aber sofort bei uns wieder ändert. Also ja. Meine Güte. Ich gehe mal außen rum. Da ist eine sitzende Puppe mit dem Rücken zu uns. Ready for transfer. Okay. Marty McFly wäre stolz. Auch die Filme habe ich nicht gesehen. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes. Oh. Welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Okay. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen werde, die sich ihrer entgegenstellen. Solcherlei und andere garstige Dinge, habe ich gesehen. 25. Februar 1692, Simon Carver X. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Schau mal hier. Kam der Bratan jetzt rein, um zu sagen, er ist wieder da, nur um dann wieder weg zu sein? Schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Tschüss, Camo. Hi, Camo. Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Schön. Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Das ist wahr. Aber wir haben auch nicht mehr lange gemacht, weil dann mein Internet abgekackt ist. Na gut. Bin dabei. Ich habe den Hefter nicht mehr durchgearbeitet bekommen. Ich habe noch nicht alle Hinweise angeguckt. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, jetzt alles abzufackeln. Das war's wohl. Ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht. Vielleicht macht man es damit auch nur wütender, ehrlich gesagt. Das war deinem Internet dann wohl zu heftig. 12 Jahre alte Dokumente? Ne. Heftig, ja. Gott, stimmt. Ich bin nicht auf der Höhe. Ich raffe hier dieses Zeitreisezeugs, aber heftig raffe ich nicht im Zusammenhang mit Hefter. Das ist der Wahnsinn. Ich kann sowieso nochmal eine Geschichte erzählen. Ich bin ja beschäftigt mit Abnehmen und trage ja auch deswegen mein Essen und so ein. Ich habe gestern Bratwurst gegessen. Ja. Schöne Geflügelbratwurst. Ein bisschen Sucuk eingearbeitet. Hat echt
Also war echt super. Es sind 6 Würste in dieser Packung. 6 Würste. Ich habe mich dazu entschieden, die Hälfte zu machen. Also 3. Sucuk. Diese türkische Knoblauchwurst. Oder Sucuk. Mit einem weicheren C. Jedenfalls, ja, 6 Würste kam oder Empfehlung, Sucuk. Ist aber hier und da ein bisschen teurer. Wen hast du gebraten? Also, ja, Packung, 500 Gramm, 6 Würste. Alex denkt sich so, mache ich 3 von. Und hat mit einem Dreisatz ausgerechnet, wie viel 3 Würste wiegen. Um das eintragen zu können. Statt einfach 500 durch 2. Habe ich halt 6. Also 500 durch 6 mal 3 gerechnet. Weil ich einfach nicht rechnen kann. So. Lebensbeichte vorbei. Weiter geht's. So, Taylor war unschlüssig in Bezug auf Johns Plan, in die Stadt zu gehen. Taylor stimmte zu, auf der Suche nach den anderen den Steg zu überqueren. Nee, überkompliziert nicht. Ja, aber Camo, ich habe es, also den Dreisatz musste ich mit einem Taschenrechner rechnen, weil ich unfähig war, 500 durch 6 zu rechnen. So fängt schon mal an. Und man hätte es ja einfach Hälfte. Das Prinzip von durch 2 sollte einem ja geläufig sein eigentlich. Ja, 83,3 Periode. Wie ich jetzt weiß. Da ist ein Fenster hinter, oder? Hallo, Katze. Wenn man lang genug guckt, kommt bestimmt irgendwas. Wurst mit Periode. Da geht's nach draußen. Wie dieses eine Fenster in Resident Evil, Resident Evil 8. Wo du irgendwie so Zahlen suchen musst und plötzlich kommt so ein Fieder hochgeschossen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Ja, also bestimmt so 10 Minuten stehen bleiben und dann... Oh! Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Aber eine Taschenlampe, Mädel. Aber die benutzen wirklich Taschenlampe und Handy mal so, ne? Also Taschenlampe vom Handy und dann mal eine normale Taschenlampe. Hörst du das? Weiß nicht. Oh nein. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Warte, Moment mal. Ja, er hat plötzlich eine Taschenlampe. Ach so. Welches denn, Camo? Ach so, übrigens, erinnert mich mal bitte jetzt in jedem Stream, wenn ihr da seid, dran.
euch ein Update zu geben bezüglich der Glatzensituation. Ich bilde mir ja ein, es wird langsam besser. Aber das kann auch irren oder täuschen, weil, naja. Aber ich habe ein Easter Egg-Video gesehen, Camo. Da gibt's in einem anderen Spiel einen Verweis auf Psychonauts. Ohne P. Psychonauts. In Alice Madness Returns, da kannst du irgendwo eine Wand einschlagen und dahinter sitzt dann das tote Skelett. Wäre auch weird, wenn nicht. Von Raz. No! Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Alice Madness Returns habe ich damals auch angefangen zu Let's Playen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Aber das war noch auf dem ganz alten Angela will Laptop. Ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Garstiger Hobbit. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Ach so, oh Gott, Entschuldigung. Ich hatte ja vorhin noch eine Theorie erwähnt. Entschuldigung. Ich hatte ja vorhin noch eine Theorie erwähnt, die ich gerne noch loswerden will. Lustig ist ja, dass sich die Double Fine-Spiele alle ständig untereinander referenzieren. Es hieß doch, dass hier dieses Historiker-Ding. Danke. Und mein Beileid für dich, Bratan. Das war bestimmt nicht leicht zu ertragen heute. Aber sehen wir es positiv. Dortmund auf Platz 1. In Viva Pinata und Broken Age sind auch überall Psychonauts-Referenzen. Also, es wurde doch dieses Schauspiel-Ding angesprochen, ne? Dieses Historiker-Treffen, wo die diese Hexensachen nachstellen. Und alle haben einen Doppelgänger. Alle haben ein Pendant. Kann es sein, dass wir uns später so anziehen müssen? Mit allen? Also, scheinbar nicht mehr mit Angela, keine Ahnung. Aber, dass wir das nachstellen müssen? Das wollte ich vorhin übrigens noch sagen. Nicht geguckt. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Versteht ihr? Aber jetzt wird wahrscheinlich überraschenderweise die Tür offen sein. Ich geh erstmal außenrum. Vielleicht findet man außenrum irgendwas. Noch was. Auch hier kann man betreten. Ich habe keine Ahnung, was eine Borussia ist. Ganz stumpf würde ich einfach sagen, für Preußen? Oh. Lateinische Wort für Preußen. Da geht's nicht durch. Ja, sonst hätte man auch keine zweite Tür. Deutschland, Dortmund. Und Deutschland, Mönchengladbach. Schön. Wobei es ja dann Ballspielverein Deutschland Dortmund wäre und Verein für Leibesübungen Deutschland Mönchengladbach. Komplett ausgesprochen. Also, ne? Beide Türen zu. Ja, dann das Fenster. Ist okay. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker.
Das kriege ich doch aufgehebelt. Ich habe, glaube ich, die Wette verpasst, oder? Und was haben die gewettet? Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Was für ein Charmeur. Da war die Puppe. Ruhig, Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Finde einen Weg zu den anderen. Bleibt zusammen. Ich finde das so interessant, dass sowas wie bleibt zusammen oder bleibt bei XY als... Komm. Ach cool, als Aufgabe formuliert wird. Als wenn es auch die Möglichkeit geben würde. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Juckt mir die Nase. Hilfe. Also wirklich, als ob es die Möglichkeit gäbe, dass man sich trennt. Die hat gerade auf Deckel gekriegt. Schaufel an Kopf. Finde Taylor. Ich guck mal gerade, in welcher Zeitebene vor allem wir uns gerade befinden. Die Puppe, die angefackelte Puppe ist weg. Okay. Das heißt, ja, hier war wirklich jemand und hat auch die Dinger wieder zugehängt. Nee. Ich wünschte, dass ich dich jetzt mit Alerts erschrecken könnte. Ja, das ist doof. Aber wenn ich jetzt die Kopfhörer da raus... Also... Taylor! Dann haben wir wieder Doppelsound. Alles okay? Was ist los? Hab zu lange gebraucht, oder? Autsch. Diese Shaky Cam. Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Ist das erste Mal, dass sie zurückgezogen wurde? Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Sie hat es doch auch schon mal gesehen, oder nicht? Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Hatten wir das schon irgendwie so... Nee, Mädel, komm. Mach du. Nimm du es. Nur zur Sicherheit. Weil du ja immer hinter mir läufst, weißt du? Dann kannst du mir direkt noch viel besser in den Rücken stechen irgendwann. Hallo? Ja, die waren die meiste Zeit getrennt, das ja, aber ich dachte... Sie wurde schon mal zurückgezogen auf dem Spielplatz.
auf dem Spielplatz, aber sie hat nur die Kleine gesehen und den Priester. Es war nur die Kleine und der Priester. Da hat sie sich selber natürlich nicht gesehen. Und wenn sie jetzt nur der Fakt erschreckt, dass sie sich selbst gesehen hat, dann okay. Ja, okay. Dann hat sie sich einfach zum ersten Mal wirklich selber gesehen. Riechst du das? Hier wurde kürzlich was verbrannt. Ja, ich riech's. Toll. Das wird ja immer besser. Rennt hier jetzt auch noch ein Pyromane rum? Ja, hier wurde kürzlich was verbrannt. Ich hätte also vorher gar nicht unbedingt gucken müssen. Oh, du Scheißpuppe. Alter. Du scheiß verkackte Puppe. Nee, Cry of Fear, wie gesagt, ich kenn's. Ich kenn's und ich weiß, dass es mich nicht erfüllen wird. Komm, ich hätte jetzt mal durchs Fenster gucken sollen, da wäre jetzt bestimmt was passiert. Genau jetzt in dem Moment.